Seid gegrüßt, wohlmeinende Männer und Weiber. Heute der Mitschnitt eines Interviews aus dem letzten Jahre zum 70. Jahrestag des deutschen Grundgesetzes. Der ehemalige Staatssekretär Dr. Andreas von Bülow redet über Deutschlands fehlende Souveränität und die US-Kontrolle, die immer noch ausgeübt wird. Außerdem erklärt er, warum der Artikel 146 des Grundgesetzes 1990 nicht zur Anwendung kam und dadurch eben unsere Souveränität nicht voll ausgeprägt ist. Hört, was er zu sagen hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Weiter geht's mit Berlin Live und Ilona Pfeffer. Am Donnerstag wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Das Grundgesetz zeige, dass Deutschland noch immer in vielen rechtlichen Bereichen unter Kontrolle der USA stehe. Das sagt der frühere Bundesminister und parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, SPD-Politiker Dr. Andreas von Bülow. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos lobt von Bülow das Bundesverfassungsgericht und erklärt, inwieweit die CIA bei Operationen auf deutschem Boden die deutschen Gerichte zum Narren halte. Herr Dr. von Bülow, wie kam es zur Schaffung des Grundgesetzes aus Ihrer Sicht und was bedeutet das für die heutige BRD? Also die heutige BRD ist dadurch, dass man über diesen Artikel 23 die ehemalige DDR beitreten lassen, ist es mehr oder weniger der Verfassungsersatz. Und auf dem nun das staatliche Geschehen in Deutschland organisiert und eingerichtet ist. Das Grundgesetz ist geschaffen worden damals in dem ständig Vorantreiben eigentlich auch der Teilung Deutschlands. Und zwar waren sich die Alliierten ja völlig uneinig über das, was mit Deutschland geschehen sollte. Die Sowjetunion war eher der Meinung, dass es Deutschland bestehen sollte, weiter besteht, teilweise geteilt werden sollte. Dann wollten sie es beibehalten, musste neutralisiert werden und entnazifiziert werden. Und die Westalliierten, insbesondere die Amerikaner, die ja von den Engländern die treibende Führungsrolle übernommen hatten, die waren darauf aus, einen aus den zwei Besatzungszonen, beziehungsweise später drei Besatzungszonen der westlichen Mächte, die neue Bundesrepublik zu schaffen und die wiederum in Stellung Richtung Ost zu bringen. Also gegen die Sowjetunion. Das ging dann ja ganz schnell los, dass eine Bundeswehr aufgebaut werden sollte, von der die Amerikaner sagten, die müsste ungefähr die Größenordnung einer amerikanischen Armee haben. Das heißt, es ging gleich in den Kalten Krieg los und die ganze Bundesrepublik ist mit ein Bestandteil dieser ganzen Kalten Kriegentwicklung, Ost-West-Auseinandersetzung. Sie sagten gerade im Vorgespräch, dass Sie eigentlich die Entwicklung vor 1914 ansetzen. Da will ich mal fragen, was hat man aus Weimar gelernt? Was ist mit der deutschen Verfassung von 1871? Wie ist da Ihre Auffassung? Also 1871, die können Sie ganz vergessen, das war das Deutsche Reich. 70% war Preußen, der Rest waren vor allen Dingen die kleinen süddeutschen Staaten. Das spielte alles keine übermäßig große Rolle. Der preußische König war der Kaiser. Der hatte zwar den Bundesrat, aber der Bundesrat hatte verhältnismäßig wenig zu sagen. Die ganze Verfassung war auf den Kaiser und den preußischen König zugeschnitten, auch insbesondere was die Führung des Militärs angeht. Also da gab es zwar einen Reichstag, der den Haushalt beschließen konnte, aber sonst nicht übermäßig viel zu sagen hatte. Und die Weimarer Republik ist gescheitert an den ökonomischen Bedingungen. Ich meine, der amerikanische Präsident, wie der jetzige Präsident, hat die 14 Punkte gepredigt, wonach es einen Frieden mit Selbstbestimmung geben sollte. Und das ist sofort, nachdem Deutschland die Waffen gestreckt hat, ist das alles gegenstandslos gemacht worden. Amerika hat sich zurückgezogen und hat vor allen Dingen seine Schulden eingetrieben, die an sich die Engländer und Franzosen bei ihnen hatten. Die wurden nun über die Reparationen in Deutschland geholt. Und damit kam Deutschland im Grunde noch überhaupt nicht mehr hoch. Und das fing dann an mit der Rheinlandbesetzung und zum Schluss kam dann noch die Weltwirtschaftskrise aus Amerika rüber, weil Amerika sozusagen die ganzen Reichtümer der Welt in diesem Ersten Weltkrieg versammelt hatte. Die haben ja sozusagen wenige Wochen nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges als Riesenwirtschaftsmacht England, Frankreich,
Frankreich, aber auch Russland mit Waffen beliefert und auch das Geld dafür gegeben. Und so war die Weimarer Republik ist untergegangen unter diesen Lasten, die ihnen aufgelegt worden ist. Und der Hitler ist ja teilweise auch gefordert worden von alliierter Seite. Ich will nochmal auf den Punkt, Sie haben gesagt, Sie setzen es vor 1914 an. Können Sie es nochmal konkretisieren kurz, bitte? Naja, Sie hören, von 1914 fängt das an, dass Amerika sozusagen die Weltmachtrolle, die einzige Weltmachtrolle, da rein wächst und sie dann später auch in Anspruch nimmt. Und das fängt eben damit an, dass sie nicht neutral waren. Sie sind eben nach wenigen Wochen, haben sie ihre ganze Wirtschaftsmacht der anderen Seite zur Verfügung gestellt und damit die deutschen Chancen, sich überhaupt zu halten. Die wollten ja keine Weltmacht erringen, die wollten nur einigermaßen gleichberechtigt neben anderen sein. Und das ist dann gegenstandslos gemacht worden, kaputt gemacht worden. Und die Weimarer Republik ist dann in den Schulden zu. Und es ist vor 1914 oder die ganze Konstruktion 14, 18, aber auch dann später meines Erachtens, ist die uralt, jahrtausendealte Konstruktion, dass man zwei Gegner, die man gerne bekämpfen möchte, sich gegeneinander in Stellung bringt und sich gegenseitig niedermachen lässt. Und das ist in dem Ersten Weltkrieg eben geschehen, dass Deutschland mit gegen Russland und gegen Frankreich gekämpft hat, vor allen Dingen aber gegen Russland. Da ist die russische Revolution nicht nur von deutscher Seite, sondern auch von amerikanischer Seite massiv unterstützt worden. Dann kamen die Interventionen der amerikanischen Regierung und der ganzen anderen Mächte in die sowjetische Revolution hinein, die Besetzung der transsibirischen Eisenbahn, Baku und so weiter und so fort. Das sind Machtspiele, die sich kluge Hirne ausgedacht haben, die aber in der Regel die Köpfe der Völker in ihrer Erinnerung nicht erreichen, auch die Historiker meistens nicht. Der mittlerweile verstorbene Verfassungsrichter Helmut Ridder sagte einst, ich glaube, dass die Deutschen auch weiterhin unter einer Kontrolle stehen, bezog das auf die vier Siegermächte. Wie schätzen Sie das ein? Also ich glaube nicht, dass Russland diese Rolle hat. Ich glaube aber, dass insbesondere die Amerikaner die ganz klar haben. Es ist wohl immer, also die letzte abenteuerliche Konstruktion ist, dass die alliierte Kontrolle sozusagen Bestandteil des deutschen Rechtswesens geworden sei, an das alle drei Gewalten gebunden sind. Das stößt einem ja immer auf, wenn man zum Beispiel sowas wie den Amri-Fall in Berlin sich anschaut oder die NSU-Prozesse, wo ganz merkwürdige Einflussnahmen von offensichtlich von außen kommen, die von deutscher Seite nicht ordentlich aufgeklärt werden und wo auch die Gerichte zum Narren gehalten werden. Das stimmt, da hatten wir auch schon mal zum Fall Munir, angeblicher 9-11-Terrorist, der eigentlich ein ganz normaler Marokkaner ist. Das können Sie bis zum Schleiermord können Sie das ja genau, darlegen. Genau. Ja. So, nächste Frage. Das Grundgesetz war ja eigentlich oder ist als Provisorium gedacht. Wieso haben wir denn bis heute keine richtige Verfassung? Warum haben wir 1990 nicht die Chance genutzt und nach Artikel 146 eine Verfassung gestaltet, sondern eben nach diesem veränderten Artikel 23? Ja, weil das ein Schlüsselloch war, durch den die deutsche Vereinigung hat bewerkstelligt werden können. Das ist ja nicht so, dass man sozusagen eine freie Wiese hat, wo man so Ringeltänze machen kann miteinander, unbeeinflusst von außen. Da waren Frankreich, da waren England, da waren die Amerikaner mit ganz wohl mehr oder weniger auch gezielten Vorstellungen. Da war Gorbatschow, der wohl mit seinen, auf jeden Fall, ich war damals ganz eng verbunden mit Portugalow zum Beispiel. Und Portugalow war insgeheim der Meinung, es muss ein deutsch-russisches Jahrhundert geben. Und die Sowjetunion ist dermaßen durchkorrumpiert, sie kommt allein aus diesem Schlamassel nicht mehr raus. Deswegen muss es diese Verbindung geben. Ich habe mich immer lustig gemacht über ihn, habe gesagt, das kann gar nicht sein. Das hat er 86 schon gesagt, 1986. Das kann gar nicht sein, wir sind viel zu schwach, wir sind 60 Millionen. Und dann sagte er daraufhin, nein, ihr seid nicht 60 Millionen, ihr seid in Wirklichkeit 80 Millionen. Der hatte also als Russe bereits die Vereinigung vorweggenommen, hatte daraus eine Konstruktion gemacht, dass es daraus ein Zusammenspiel Westeuropa, Deutschland, Russland geben könnte, vom Atlantik bis zum Pazifik. Was ich später erst entdeckt habe, ist, das ist der Albtraum der Angelsachsen seit 1900, dass da eine Konstruktion über diese ganze Fläche stattfindet, wo sehr viel Volk ist, wo viel gute Ausbildung ist, wo Bodenschätze sind, wo man eine
Armee aufbauen kann, aber auch gleichzeitig eine entscheidende Flotte. Und das ist die Angst dass der Seemächte England und Amerika, dass das Ende der Seemachtrolle sein könnte zugunsten der Landmachtrolle über diesen eurasischen Kontinent. Das Problem, was jetzt entsteht, dadurch, dass China diese Seidenstraße vorantreibt, praktisch dasselbe, was damals Deutschland mit der Bagdadbahn, übrigens mit England und Frankreich gemeinsam machen wollte, haben sie sich nur ausgeschaltet. Sie waren ja auch politisch nah dran. Wie schätzen Sie denn aus heutiger Sicht die historische, politische und rechtliche Bedeutung vom 2+4-Vertrag ein? Naja, das war der Trick, die ganze Reparationsfrage auf sich vom Hals zu halten, erstmal die Deutschen sich einigen zu lassen. Da konnte dann vor allen Dingen Amerika, auch Russland Einfluss nehmen. Und dann zum Schluss die Viererrunde, die wiederum ja unter der Schwerkraft der Vereinigten Staaten mit ihrer Steuerungswillen damals gewesen sind. Also das war eine trickreiche Veranstaltung, die ja wären aus den Nachkriegsauflösungsbedingungen, finanziellen Bedingungen gar nicht rausgekommen. Wollen Sie sich zum Artikel 16 Asylrecht äußern? Da wurde ja ziemlich dran rumgedoktert am Artikel 16 Grundgesetz, ne? Das Asylrecht war an sich eine wunderbare Verfassung. Wer politisch verfolgt wird, erhält in der Bundesrepublik Asyl. Das wurde dann unter Chili und in einen furchtbaren Paragraphen verwandelt, weil sich die politische Landschaft nicht einigen konnte. Die einen haben gesagt, das muss so großartig bleiben. Die anderen haben gesagt, es muss praktisch eingeschränkt werden. Und dann ist eben dieser schreckliche Paragraph, das ist eine Verordnungsparagraph, der da reingekommen ist, vor Schandelung des Grundgesetzes. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe? Das Bundesverfassungsgericht hat eine ganz tolle Rolle gespielt in der Nachkriegszeit. Also ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte, dass wir uns aus den Fängen der immer noch in allen Bürokratien anwesenden ehemaligen Nazis, die ja teilweise möglicherweise gelernt haben, aber die immer noch tätig gewesen sind, die ihre Rolle verschleierten. Aus dieser ganzen verkorksten Gestaltungswelt hat das Verfassungsgericht im Grunde genommen sehr klare, gute Entscheidungen getroffen und hat die Bundesrepublik auf den Stand gebracht, in dem sie heute ist. Ja, letzte Frage, Herr Dr. von Bülow. Wie lassen sich denn nach dem eben gehörten folgende Aussagen von Politiker und Jurist Gregor Gysi deuten? Er hat zum Beispiel im Bundestag im Zuge der NSA-Snowden-Affäre gesagt, Deutschland sei nicht souverän, bezog sich auf alte alliierte Bestimmungen, auf alte, sag ich mal, Geheimverträge hat er es genannt. Und er hat auch betont, dass das Besatzungsstatut der US-Amerikaner immer noch in Deutschland gilt. Da hat auch RT Deutsch erst letzte Woche bei der Bundespressekonferenz eine kritische Frage gestellt. Wie ist da Ihre Sicht auf die Dinge? Der hat völlig recht. Das ist, das hat ja auch eine Sendung, die Anstalt, das ist eine Karikatur, die hat das ja sehr, sehr schön dargemacht, dass es ein ganz großer Irrtum ist, dass Deutschland die letzte Souveränität erreicht hat. Nein, wir haben nach wie vor natürlich eine Art Besatzung hier, die jederzeit in einen Konflikt, sei es in Afrika, sei es in Nahost, sei es Richtung Ost eingesetzt werden kann. Wir sind keine Herren insofern im eigenen Lande. Wir haben die ganze CIA oder Geheimdienstoperation der Alliierten steht unter Vorbehalt. Wir müssen sie behandeln, wie wenn es unsere eigenen Spione wären. Wir haben keinen Einfluss darauf, wissen nicht, was sie machen. Wir wissen auch nicht, wie weit sie in der rechtsradikalen Szene mitmischen. Die können im Grunde genommen sozusagen an der Gemütsschraube ständig nach rechts und links drehen, wie sie wollen. Es kann auch durchaus so sein, ich vermute, dass das so ist, dass wie der KGB ja in ungefähr ein Drittel der Stasi-Leute sozusagen mit dem zweiten Hut versetzt hatte, sodass er darauf Einfluss nehmen konnte. Genau dasselbe ist garantiert in Deutschland der Fall, dass der CIA sich einfach einen zum Beispiel Verfassungsschützer schnappen kann und kann sagen, du arbeitest jetzt für uns oder vereinbar das mit dem, zahl dem viel mehr oder weniger Gehalt und kann den sozusagen steuern. Und die Amerikaner können wiederum ebenfalls von Dritten übersteuert werden. Und deswegen können Sie, also wenn Sie zum Beispiel diese vielen antisemitischen Geschichten, die in Deutschland passieren, da jedes Mal finden Sie ja da Verfassungsschützer in der Nähe. Und deswegen, ich frage immer erstmal Verfassungsschützer rechts und links raustreten, damit man sehen kann, was wirklich Sache ist.
also ob dem Friedhofszentereien oder Synagogenbeschmierereien, da haben sie immer irgendwo solche Leute dahinter, die da die Hand drüber halten und die ja natürlich in ihrem Geheimdienstoperationsgebiet, wenn sie viel zu erzählen haben, wenn sie spannende Geschichten zu erzählen haben, aufregende Taten, die anstehen, die überlegt werden, dann sind sie diejenigen, die die Nachrichten bringen, nicht diejenigen, die sozusagen fürs Befrieden eingesetzt werden. Man muss jetzt noch eine Nachfrage stellen, das sieht man ja auch ganz deutlich bei der ganzen NSU-Geschichte, also dass immer wieder amerikanische Agenten, teilweise auch türkische Agenten auftauchen und das ist, da sehen Sie wirklich, dass die da quasi in so einem ja, rechtsfreien oder rechtlich geschützten Raum agieren hier in Deutschland sozusagen, ja? Also ich würde als, die Richter sind unabhängig, heißt es im Grundgesetz. Im Grunde genommen müssen Richter den Bettel hinwerfen, wenn sie unter solchen Bedingungen recht sprechen müssen, dass ihnen die wichtigsten Informationen vorenthalten werden, alles geheim gehalten wird, abgetaucht wird, Leute aus dem Landes geschafft werden, mit anderen Identitäten versehen werden, dass dann am Ende auch noch auf zwei Generationen die Akten in Hessen gesperrt werden. Das heißt in 60 Jahren, das heißt, man hat es vielleicht mit Tätern zu tun, die jetzt 18 oder 19 oder 20 Jahre alt sind, die sind dann 80, dann werden die Akten freigegeben. Es ist so unglaublich, so ungeheuerlich. Und da muss natürlich irgendwann mal, nachdem wir eigentlich diesen Ost-West-Konflikt ja nicht mehr haben, und der Ukraine-Konflikt ist ja einfach nur hochgespielt von den Amerikanern, muss irgendwann mal ein Kanzler oder eine Regierung hergehen und sagen, Amerika, so können wir miteinander nicht weiter umgehen.